Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder Bloons Monkey City. Und wir gehen zu unserer Stadt, zu unserer Level 12 Stadt. So, dann schauen wir mal, was geht denn hier ab? Wir haben ein paar Events hier. Aber das juckt mich jetzt eigentlich weniger. So, was haben wir hier? Victory! Your Bloons swept Froth! Ja, wir haben den angegriffen und wir haben gewonnen, wir haben den Scheißer besiegt. Wir kriegen 2250 City Honor Kringma. Das ist doch nice. Was kann man mit dem machen? Quest complete! Raid! 1000 Cash from other player. Sind wir dabei? So, was kann ich mit dem da machen? City Honor by playing Monkey vs. Monkey. Ja, das ist einfach nur so Honor. Das sieht halt wichtig aus, sag ich mal. Gut, holen wir uns Cash. Wieso? Kriege ich das nicht? Hallo? Hä? Wir haben doch noch hier frei. Was ist hier los? Ah, jetzt kriege ich es, okay. So, dann schauen wir sie um. 21 schafft er. 7, ich 31. Ja, da kommt mir keiner auch nur in die Nähe von diesen Scheißen. So, schauen wir uns unser... Schade, dass man hier nicht rauszoomen kann. Das ist wirklich sehr, sehr schade. So, das nehme ich auch mit. Können wir ein zweites machen eigentlich? So, was können wir denn da machen? Schauen wir mal. Wir könnten jetzt das nehmen, dass die noch geiler werden. Aber eigentlich will ich da das da. Das kostet 7500 und 20 Bloonstones. Das ist besser, dass die noch schneller schießen, ne? Und auf das werden wir jetzt sparen, Leute. So, was soll man hier bauen? Upgrade a Windmill oder Watermill? Get more power. Ja, wir sollen eine Windmühle oder so upgraden, steht hier. Aha. Das kostet uns was? Kostet das überhaupt irgendwas? Ja, es kostet Geld. Aber wir machen das mal. So, Kohle, 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 Kohle. Kohle, habe ich gesagt. Kommt zu Papa Money. So, wir werden dann weiter einnehmen, Leute. Ich könnte mich zu dieser Schatzkiste hier mal vorwagen. Oh, die wird hart, die wird hart. Das sind Keramiks. Hier sind schon Bosse. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Special Rules. Wow. Aber das ist noch zu schwer. Das haben wir schon gesehen. Das da können wir machen. Na gut, die Berge, das ist nichts Besonderes. Wir werden hier ein bisschen weitermachen. Und zu dieser Schatzkiste könnten wir uns vor. Hier nehmen wir einen Hard Mode. Mal schauen, ob wir da durchkommen. Es wird halt immer schwieriger jetzt. Und Hard Mode, ja, Hard Mode ist ganz okay. Den eigentlich gerne dahin. Oh, da ist was gegangen. Da hinten oder wo? Ne, hier will es nicht hin. Das ist dämlich. Na, da kann sie hin. Let's go! Wave 1 von 12. Hartmut hat halt den Vorteil, wir können 10, wenn wir perfekt sind, also wenn wir keine Leben verlieren, 10 so Bluestones gewinnen. Oder bekommen. Nachteil ist es bis schwer, ne? Aber alles hat euch einen Vor- und einen Nachteil. So. Nehmen wir gleich mal die Dicken hier. Die Spag Factory, die macht es, die hat einen schönen Weg da runter. Das geht. Machen wir gleich nonstop. Wolf 3 von 12, Leute. Die dritte schaffen ohne Probleme. Mit den fetten Spikes hier geht es. Überhaupt kein Problem. So. Wir sammeln nur Moos. Und Wave 4 ist da. Wir brauchen 8,55. Ja, jetzt wird schon ein bisschen dämlicher, aber
Es geht soweit mit den Specs hier, wir kommen klar. Soweit kein Problem. Oh, Herzen auch noch nach, aber okay. Kein Problem. Mach mal locker, zackig, flockig. So, Wave 5. Dann heben wir mal die Specs-Produktion ein bisschen an. Jetzt kommen schon Gelbe. Fressen sich schön durch, aber wir kommen noch klar. Was wir jetzt nur brauchen würden, wäre der da. Und den hier ordentlich mal upgraden noch. Diese dicken Spikes hier, ne, die haben wir ja jetzt noch nicht. Das wird ein bisschen dauern, bis wir die erhalten. Weil ohne Bluestones 35 Stunden, naja, ist eine typisch Mobile Gaming Übersetzung halt, ne. Auch auf der Website ist so, man muss halt warten, ja, aber das ist ja kein Problem. Oder man investiert einfach, ich sag mal, überweist dann in der Kiwi 500 Euro, dann machen sie dir alles schön frei, du kriegst Bluestones ohne Ende, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache, ne, sag ich mal. So, kann man ein bisschen schneller machen hier, läuft. Ich würde aber das hier gerne nehmen, jetzt wird es mir nämlich zu heiß hier, ehrlich gesagt. Das ist jetzt schon dreckig giftig hier. Wir brauchen mehr von den Spikes hier, das ist gar nicht gut. 1350, das wird jetzt noch ein Problem werden hier. Aber wir haben es hingekriegt, jawohl, so, noch mehr Spikes hier, komm, hau sie raus, die Spikes, jawohl. So kann man leben, alles zu spiken hier, genau. So geht es, liebe Freunde des Bloons-Terrorismus. So. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, ja, Stahlbloons werden hier nicht kommen, hä? Dann nehmen wir lieber was anderes. Nehmen wir den da. Hier ist er ganz gut, da kann er richtig schön Gas geben. Wave 8 von 12 haben wir. So, da kommt jetzt einiges, dummerweise, aber es geht soweit. Wir kriegen das hin, ohne Problem. So, wo sind wir? Hey, das haben wir auch frei, super. Mal kurz gucken hier. Ja, genau, das würde zurückgehen, das ist auch praktisch. Ja, aber wir können es aufhalten. Wave 11 haben wir. So, die gehen dann wieder zurück. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Oh. Oh, jetzt kriegt die Back Factory aber was zu tun hier. Ah, ob wir das noch aufhalten? Okay, wir haben's. Wir haben's, aber das war schon sehr knapp. Wave 12 kommt ja aber auch noch. Also noch ist hier nichts gegessen. Ich nehme dann noch einen zweiten. Den nehmen wir hier hinten. Aber läuft's. Läuft, sag ich mal. Und gewonnen! Im Hard Mode. 10 Bluestones für uns. Nice one. Und natürlich doppelt Geld und Co. Das machen wir nochmal. Hard Mode. For the win. Oh Gott, das ist wieder das da. Da haben wir schon mal gefehlt. Und wir dürfen keine Spike Factory haben. Das ist doch ärgerlich. Das ist doch ärgerlich. So gut, dann nehmen wir den. Den gehen wir hier hin. Und den zweiten hier hin. Neugierig, ob wir es jetzt schaffen. Das wird sehr schwierig werden, Leute. So, das haben wir. Let's go, Wave 2. 11 Waves hier. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Das ist das. Machen wir mal Attack Speed. Ich glaube, das ist nur das Vernünftigere hier. Attack Speed bei dir. Zuerst bei ihm, dann bei ihm da. Das wird hart, Leute. Das wird hart. Wave 4.
denn jetzt schon so ungut runter hier? So, den können wir auch noch Attack Speed geben. Jetzt wird's kritisch hier. Ein bisschen Kohle brauchen wir noch. So, geht. Was nehmen wir jetzt? Was nehmen wir jetzt? Tja, das ist schwierig, das Ganze hier, Leute. Ich würde sagen, wir nehmen hier einen und hier so einen Affen. Die sollen immer auf den stärksten gehen. Ich glaube, das ist am besten. So, du hier. Auch auf den stärksten, bitte. Und dann müssen wir den natürlich ausbauen noch, ne? Ja, die stärksten sind so schnell und die müssen runtergeholt werden von den Tatsachen, sozusagen. So, du kriegst das. Und du kriegst das gleich. Ja, soweit haut das eigentlich noch hin. Oh, jetzt haben wir ein Problem zum Beispiel. Gut, die gehen wenigstens auf den letzten. Soweit haut es hin. So. Kriegt der ein Upgrade und der gleich danach. So, kommen wieder sehr viele, aber okay. Zack, Upgrade. So, Wave 7, Leute. Es wird jetzt halt immer dreckiger, das Ganze. Machen wir mehr Range da. Ja. Die Herzen sind jetzt das große Problem eben. Wow, haben wir nun mal hingekriegt. Hätte ich jetzt nicht mal gedacht. So, was mache ich jetzt? Den kann ich ja fast nicht gebrauchen hier. Das ist einfach beschissen. Ich brauche noch so einen Affen hier. Boah, was da alles kommt! Scheiße! Den gehen wir hier hin. Ein bisschen Geld brauchen wir natürlich nur für die Upgrades hier. Der soll auch immer auf den stärksten gehen. So machen wir das. So. Dass die jetzt gar nicht da runterkommen, aber so ein Stoß da, der ist halt ungut, ne? Wave 9! Mal schauen, wie weit wir hier noch kommen. Ungut, 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 ungut. So, gleich können wir uns das leisten, dann haut er ein bisschen mehr rein. Das zumindest. Hier ist auch noch was upgrade-mäßig offen. Oh, jetzt kommen schon die schwarzen. Scheiße! Diese Herzen sind halt ziemlich lästig hier. Aber wir haben es nur hingekriegt. Wow. So, dann machen wir das. Den zuerst hier. Was ist mit euch? Na, da könnt ihr nur ein bisschen mehr Range geben, aber das ist jetzt nicht unbedingt nötig. Da ist besser, wir geben dem das mit der falschen Richtung hier. Das könnte nur vernünftiger sein, beziehungsweise vorerst denen da auch noch mehr Power. Wave 11, die letzte. Oh, fuck. So, das war's. Da muss etwas durchgehen. Das gibt's nicht, dass wir das schaffen. Yo! Aber wo sind wir es überhaupt schaffen? Ha! Jetzt haben wir auf den Latz gekriegt. So, das bringt's nicht. Das geht nicht auf hart. Die Wüstenmaps, die sind zu hart auf hart. Das geht einfach nicht. Darum werden wir es normal machen. Und dann hat sie das. So. Wir nehmen einen Sniper. Einen zweiten Sniper. Einen dritten Sniper. Und auch einen vierten Sniper. Ja, Mann. So, mit den vier versuchen wir es jetzt mal hier klar Schiff zu machen. Derzeit geht es ja noch.
das geht ganz gut hier. Noch, ne? Und einen fünften Sniper. So, wieder auf dem stärksten. So, jetzt haben wir 5 Sniper. Wave 3. Mal schauen, wie weit wir da kommen. So, jetzt brauchen wir natürlich auch andere Tower. Noch ist keiner durch, Leute. So, dann gehen wir hier einen hin. Knappe Sache. So, du gehst auf den stärksten, du gehst auf den stärksten, 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 stärksten. So, let's go. Den als nächstes upgraden. Wave 5 und 11. Ja, Hard Mode ist halt nicht immer machbar, ne? Und anders, man braucht auch geeignet. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!